Hallöchen, ich bin die Zara. Ich bin Adelina und wir sind gerade als Freiwillige an einer Schule in Paraguay. Also ich dachte, so ein Jahr im Ausland ist einfach eine mega Möglichkeit, um aus seinem gewohnten Umfeld rauszukommen. Außerdem wollte ich einfach diese Auszeit, die ich mir quasi zwischen immer lernen, nehmen, um Gott auf eine ganz intensive und andere Art und Weise zu dienen. Also Adelina und ich sind ja hier in der Schule vor allem tätig und da sehe ich einfach mega die Chance, dass wir mit den Schülern Beziehungen aufbauen und denen auch einfach ganz praktisch durch den Unterricht und durch alles, was wir tun und wie wir ihnen helfen, Gottes Liebe weiterzugeben. Also das Leben in einer Gastfamilie ist zuallererst wirklich eine riesen Chance, um erstens Sprache zu lernen und zweitens richtig tief in die Kultur einzutauchen. Aber das ist auch wirklich herausfordernd. Gerade bei den kulturellen Herausforderungen so am Anfang war ich einfach mega froh, dass ich nicht alleine hier bin, sondern dass Zara und ich hier zu zweit sind. Das war und ist auch immer wieder so echt ein richtiger Sprung ins kalte Wasser, aber mit den Seminaren und der ganzen Unterstützung wird einem eben irgendwie beigebracht, wie man ins Wasser springt. Okay, das klingt richtig wie Werbung. Aber wir wurden wirklich gut vorbereitet auf kulturelle Unterschiede. Dass Gott immer wieder so kleine Momente schenkt, in denen man so richtig aufatmen, auftanken kann. Und das ist einfach richtig cool. Also das lernen wir immer wieder, dass Gott wirklich für alles sorgt. Und wenn wir ihm alles abgeben, dann macht er wirklich das Beste draus. Ja, natürlich ist es eine mega Überwindung, in ein anderes Land zu gehen, seine Familie dazulassen, seine Freunde, eine neue Sprache und Kultur einzutauchen. Aber am Ende habe ich mich vor allem einfach gefreut, hierher zu kommen und dieses Jahr einfach zu starten.